Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario Kart 8. Und heute spielen wir die DLC-Strecken auf 200cc. Das könnte das absolute Chaos werden. Ich glaube, da hätte mich die Piranha-Pflanze fast erwischt. Boah, wie ich da zwischen den Bananen durchgefahren bin. Alter Schwede, ey. Das war richtig stark. Oh. Puh, das war knapp. Boah. Fast da von dem Kugelwilli getroffen worden. Aber nochmal alles gut gegangen. Ich habe wieder einen richtig großen Abstand. Ja. Das war relativ easy. Ich hatte mal eben eine halbe Runde Abstand fast. Also es war schon sehr heftig. Aber das war's. Keine allzu großen Probleme. Der Vorteil bei 200cc ist natürlich auch, dass es weniger Chancen gibt, im Grunde genommen, für mich von Items getroffen zu werden. Vor allem von Panzern oder so. Weil wenn ich halt von... Wenn ich meinen Schutz im Prinzip durch irgendwas verliere, dann ist bei 200cc die Zeit natürlich kleiner, bis ich wieder neuen Schutz bekomme. Was ich mich frage, kann man überhaupt von diesen Fledermäulchen kommen? Weil das ist mir noch keinmal passiert. Aber die fliegen so niedrig, da würde ich eigentlich davon ausgehen, dass es möglich ist. Oh, das ist nicht gut. Okay. Der Rote hat mich nicht getroffen. Das reicht. Sehr gut. Ach. Ich habe eben gespiegelt gespielt. Und jetzt bin ich erstmal prompt in die Richtung gefahren, in die es im gespiegelten Modus gibt. Oh, das ist immer so eine Stelle, da ich trick's da immer automatisch. Das ist einfach so Muskelgedächtnis, aber ist eigentlich gar nicht gut. Also hier am besten nicht tricksen. Okay, selbst... Okay, das war noch schlechter jetzt, actually. Bam. Ah, da kommt eine blaue... Nicht gut. Okay, aber ich habe einen Abstand. Und das reicht. Sehr gut. Nice. Direkt wieder im First Try die 3 Sterne. Das ist doch schön. Und versuchen wir dasselbe direkt bei dem Glückskasten Cup auch noch. Ich glaube, die Ninja-Strecke könnte richtig schwer werden auf 200cc. Einige Kurven kriege ich ja schon auf 150 kaum hin. Sehr nice. Das war relativ ereignislos. Und ich bin durch alle Items durchgefahren. Stark. Oh, oh, oh. Die Kurve ist tricky auf 200. Und ich bin wieder an den Items vorbeigefahren. Alter, das gibt's ja nicht. Das war dann ein bisschen einer ungünstigen Stelle, dieses Surfbrett-Auto. Genau. Okay, mich hat der Blaue jetzt actually gar nicht getroffen, obwohl ich zu dem Zeitpunkt eigentlich schon Erster war. Aber ich glaube, da hatte der Blaue bereits jemand anderen, der da noch Erster war, gewusst. Boah, die Strecke ist wirklich nicht leicht. Vor allem, die hat auch nicht so ein wirklich... Ich komme da nicht wirklich rein auf 200cc. Auf 150 hat die halt einfach einen richtig geilen Flow. Auf 200 eher nicht so. Oh, ich glaube, da soll ich nicht tricksen. Aber die NPCs, die haben es auch nicht geschafft, da um die Kurve rumzukommen. Bin ich beruhigt, dass ich da wohl immerhin nicht alleine bin. Boah, die Kurve ist ja basically unmöglich auf 200. Da habe ich ihn auf, wer war das? Lemmy gelenkt.
Ja, wie sollst du denn da rumkommen? Okay. Also diese eine Kurve ist basically unmöglich. Okay, der Endboss. Okay, ich habe einen Pilz, ich kann die Abkürzung nehmen. Diesmal bin ich auch so smart und fahre unten lang. Boah, ich habe gedacht, ich... Okay, keine Ahnung, es hat irgendwie nicht funktioniert. Ich habe gedacht, ich fahre dagegen die Schallgeist. Das ist nicht gut. Das ist auch nicht gut. Das war gefährlich. Die Kurven hier sind halt eigentlich echt ein bisschen zu scharf für 200. Ja. Ich fahre wieder hier unten lang, dass ich wieder die Abkürzung nehmen kann. Das scheint wirklich was zu bringen. Ja, genau. Nein, ich wollte nicht tricksen. Ich wollte einfach nur driften. Ah, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Das schaffe ich nicht. Oder vielleicht doch, wenn der Blaue noch rechtzeitig... Na, das war schon wieder ein Ziel. Ah, schade. Das sind leider nicht die drei Sterne. Sondern leider nur zwei. Naja, aber für die Aufnahme reicht mir das. Ich werde da dann auch offscreen irgendwann noch die drei Sterne holen. Aber wir haben auf 150 aufgespiegelt und auf 200cc haben wir überall Gold geholt. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn die zweite Welle erschienen ist. Mit dem Rübencup und dem Propellercup. Also wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Bis dann.